Hallo zusammen, wir sind wieder frisch, fromm, fröhlich, frei dabei bei Ark Extinction. Und zwar diesmal mit Unterstützung. Ihr hört jetzt auch die Umweltrettung oder den Umweltrettung. Hi Umweltrettung. Hallo zusammen. Grüße dich. Und der Spulli im Moment noch im TS mit dabei, falls er mal was sagt, damit ihr auch wisst, wer das ist. Hi Spulli. Alle. Grüß dich. Ja, wir haben uns jetzt also mittlerweile hier eingefunden. Umweltrettung spielt schon hier mit dabei. Spudi bisher noch nicht. Ist nur so ein kleiner stiller Teilhaber. Ja, hört aber einfach mit da rein. Auch das ist möglich. Ja, gut. Was haben wir vor? Wir haben uns gerade nach 3 Stunden Suche, doch jetzt mal so übertrieben war es gar nicht, ne? 3 Stunden haben wir, glaube ich, gebraucht fast, um uns zu finden hier. Oh, so ungefähr. Ja. Sind durch etliche Tode gegangen und so weiter. Ist jetzt also mittlerweile hier. Und jetzt bauen wir zusammen an einer Base. Und schauen einfach mal, was ist. Ich habe einen kleinen Trike schon gefunden. Beziehungsweise, das hatte ich ja vorhin schon vor. Ich mal gucken, ob ich das vor dem Video schneide oder nicht. Den wollte ich ja zähmen. Habe den bis zu meiner Base schon hingezogen. Ja, und dann fehlte mir auf einmal das Material zum weiteren Zähmen. Ich suche jetzt gerade die Narko-Pfeile zusammen, crafte die Materialien und dann wird der erstmal in Narkose geprügelt. Und dann schauen wir mal, dass wir da eine Unterstützung in unserem Treib kriegen. Level ist ja überhaupt. Bitte? Gibt ein Level. So, das war meine Einführungsrunde. Und jetzt kommt natürlich dann alles live. Ich muss jetzt natürlich wieder ein bisschen gucken, wie das jetzt ist. Wenn noch ein zweiter mit dabei ist, dann kann ich halt nicht meine normalen Monologe sprechen, die ich halt immer so habe. Alles gut. Ich lerne. So lerne ich mit dabei. Oh Gott, in meinem Alter noch was lernen. Das wird nichts mehr. Sollte ich abhaken. So alt bist Komm. du gar nicht. Bitte? So alt bist du gar nicht. Oh, doch. Bin doch hier als Opa unterwegs mittlerweile. Aber wie sagt man doch so schön, man ist immer nur so alt, wie man sich anfühlt, oder? Eingehabt. Mike, gib Stein her. Hallo, lieber Treik. Er fühlt sich noch ganz wohl hier. Das ist übrigens immer noch die Dame, die ich haben möchte hier. 125. Ah, Level 125, gut. Da hätte nämlich unser kleiner Tobi dann was zum Spielen. Hört sich gut an. Ja, aber wie gesagt, zähmen, das mache ich bei Low-Level-Dinos nicht. Das lohnt nicht. Ja, okay, klar. Gezähmt wird bei mir erst, wenn es 250er mit Perfect Tame sind. Ansonsten, no way. Passt für mich der Zeitaufwand nicht. Weil das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist denn den Zeitaufwand nicht wert, den man dann für das Züchten in diesem Falle brauchen würde. Ja, verständlich. Und ich weiß nicht, ich denke, wird für dich eine Umgewöhnung sein. Hier ist ja alles auf einfach, ne? Also einfach Geschwindigkeit, vom Zähmen, vom Züchten, nur vom Materialien her, Sammeln her und so weiter. Und du kommst ja vom privaten Server, da hast du ja, glaube ich, die Einstellung ein bisschen anders gehabt, oder? Ja, ich habe ein bisschen geboostet. Jetzt auch nicht übertrieben oder so. Sondern ein bisschen. Farm habe ich, glaube ich, auf 2,8 jetzt auf dem Ragnarok-Server. Und geht eigentlich noch. Züchten, zähmen, wie hast du da? Züchten hatte ich jetzt auf 7 gemacht. Okay. Hatte ich aber auf dem Island-Server auf normal. Ja, da wirst du aber auf jeden Fall auch den Unterschied dann halt hier merken. Das mit Sicherheit. Ja. Auch für euch natürlich zur Info. Umweltrettung hat ebenfalls einen schönen netten Kanal. Da könnt ihr dann auch durchaus die Ark-Videos mitgucken. Ich weiß nicht, ob er aktuell auch mit aufnimmt, aber ich denke, im Laufe der Zeit wird das wahrscheinlich auch passieren. Der Vorteil beim lieben Umweltrettung ist auch, er kann Livestreamen. Ich leider nicht. Vielleicht tauschen wir uns da auf. Das heißt, er macht die Livestreams, dann bin ich bei ihm mit dabei und bei mir dann halt die Aufnahmen. Wir werden schauen, was die Zukunft bringt.
Da habe ich gerade das Thema angesprochen. Wie sieht es bei dir aus? Machst du denn nebenbei dann auch normale Videos oder streamst du? Ich streame momentan sehr viel. Okay. Das Machen und Schneiden ist ein bisschen mehr Aufwand. Das stimmt. Das stimmt. Und das passt jetzt aktuell nicht mit der Zeit her, Ja. der Arbeit aus. Das ist nachzuvollziehen. Ne? Das kann ich nachvollziehen. Ja, mir macht das Schneiden nebenbei noch richtig viel Laune auch. Deswegen mache ich das im Moment ganz gerne. Und ist halt nur gerade bei Ark, bei einem Farmspiel, ziemlich viel, was man im Vorfeld fertig hat an Material. Und dann natürlich dann rausklamüsern, was könnte wichtig, was könnte unwichtig sein und so weiter. Ein bisschen schwierig. Deswegen hatte ich hier mit Card Live ja einfach mal angefangen, alles zu zeigen. Die Farmarbeit und so weiter, einfach nur so gucken, wie das ist, und wollte halt Ark jetzt genau auf die gleiche Art und Weise machen. Und ich denke, so werde ich das auch tun. Also ohne Hört gut an. großartiges Schneiden. Es sei denn, wir haben mal unseren dollen Dach und machen nichts. Dann können wir uns das immer noch überlegen. So. Jetzt muss ich noch mal eben meine schicke Liste öffnen, weil ich nicht mehr weiß, was der Teig braucht. Hast du Dudotex auf dem Handy? Nee, nee, Nee. nee. Dododex brauche ich nicht. Ich habe den E-Kalk. Achso, ja, Das geht auch. ist, da bin ich mit mehr oder weniger mit Ark groß gewachsen und das ist mein Lieblingstool. Ich habe hier an meinem PC, habe auf dem rechten Monitor dann das Züchtprogramm auf. Dann sehe ich das. Und der Rest kommt dann. Sodele, also theoretisch 25 Betäubungspfeile. Theoretisch, weil da bin ich mir nie so sicher. Wo trifft man, wie viel Kraft hat man, wie ist das Aiming und so weiter. Und deswegen kann man das nicht unbedingt als bare Münze nehmen. So, 48 Pfeile dürfte reichen und jetzt geht's dem neuen Trike an Hut. So, lass mal einen dicken Stein bitte stehen, den brauche ich zum Kiten. Mach die kleinen Steine hier weg. Gut. So, Stein. Du müsstest reichen, glaube ich. Nee, der Stein reichte nicht. Aua, jetzt bin ich betäubt. Oh, diese Ansturmattacke, die ist auch neu für mich. Die ist auch neu für mich. Ich weiß nicht, ob du den schon mal mit einer roten Wolke um den Kopf gesehen hast. Das ist nämlich auch nicht. Ich hatte das mal gesehen, ja, allerdings jetzt hier nicht live aktiv. Ja. Ups. Das ist aber beim Track auch neu. Durch dieses Bild. Was ist das für eine Animation, wenn der so eine rote Wolke hat? Was macht der Keine dann? Ahnung, was das bewirkt. Okay. Laufen wird langsamer. Ach, das ist aber blöd. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Das klappt nicht so, wie ich das will. So, jetzt aber. Na also, es klappt doch. Ja. Na, wo ist er? Ich gehe links um den Stein rum. Er kommt rechts. Nein, Hilfe! Autsch! Blödes Vieh. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch auf dich aggro ist. Nö. Gott. Aber du liegst hier, glaube ich, auf dem Boden. Ja, ich bin müde. Wollte mich ausruhen. Was Schläferschen? Wollte mich ausruhen. Auf ein neues. Erstmal mit der Steuerung hier klarkommen. Ja, und ich muss wie gesagt auch so mit dem Zehen wieder klar. Ich habe immer noch diese.
dieses Anstürmen von dem nicht auf dem Plan. Dadurch ist er auf einmal so schnell bei einem. Das ist aber schon vorher, oder? Das kann man nicht planen. Nee. Das gab's nicht vorher. Wie auch erst auch seit ungefähr einem Jahr, Oktober letzten Jahres. Ja, so das haben sie irgendwann in die Animation mit reingenommen. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der ist hier vorne. Ja, geschafft. Ist zwar jetzt natürlich nicht die feine englische Art, aber er hat den Slow-Mo-Bug. Kennst du den? Hä? Liegt er schon? Den Slow-Motion-Bug beim Tiere zähmen. Ja. Der kann jetzt nicht mehr rennen. Er kann jetzt nicht mehr rennen, das ist es. Er ist jetzt egal was, der ist jetzt nur noch im Slow-Motion unterwegs. Das ist die Höchstgeschwindigkeit, die er jetzt läuft. Okay. Zum Zähmen von solchen High-Level-Tieren ist es natürlich ideal. Das auf jeden Fall. Ne? Aber wie gesagt, so ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, theoretisch hätte man das auch schon bestimmt pimpen können. Man hat auf jeden Fall so jetzt die Möglichkeit, den ganz gezielt dahin zu bringen, wo man den haben möchte. Ja, durchtreiben. Ne? Obwohl, seltsamerweise, den Tobi habe ich auch auf die Art und Weise zähmen können. Also von der PS4 kenne ich das jetzt gar nicht so, oder ich habe es gar nicht so bemerkt. Ach, gehst du mal weg, du blödes Vieh? Da landet genau vor mir ein Adler. Ist er denn? Jetzt hätte ich aber gemeckert. Hätte er auf einmal angefangen, mir den zu killen. Ich habe nur noch 6 Pfeile. Was ist das denn? Ich hatte 50. Wieso liegt denn der noch nicht? Kann nicht sein. Muss ich noch Pfeile herstellen? Ach, ist das scheiße. Noch einen Pfeil habe ich noch. Ah ne, 2. So, jetzt kommt der letzte. Toll, und der läuft immer noch. Mann, ist das ärgerlich. Er liegt. Auch nicht schlecht. Er liegt, der Kleine liegt, okay. Du darfst ja nicht auf den Kopf ziehen. Bitte? Kopfpanzer nach. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe die ganzen Schüsse auf den Kopf gemacht und deswegen hat er wahrscheinlich nur 50% seines Torpors bekommen. War ein bisschen unglücklich. Ich habe nicht an seinen dicken Schutzpanzer gedacht. Fällt mir jetzt gerade auch noch ein. Ja. Ja, wie gesagt, es kommt alles mit der Zeit wieder. Also Werte deutlich natürlich besser als unser kleiner Tobi. Aber das ist ja auch normal, ne? So, 2 Stunden 45 brauche ich insgesamt und alle 40 Minuten muss ich bei ihm gucken. Gut. Kriegen wir hin. Dann gehe ich jetzt erstmal jede Menge Beeren farmen. Der Dreck müsste, Tobi müsste eigentlich...
denn drin haben? Mejo. Mejo meinte ich jetzt nicht, meinte eigentlich Narcos. Erstmal so 400, 500, 600 Mejos. Narcos. Achso, okay. Mal gucken. Sollte ich mal einen Futtertruck, glaube ich, herstellen, ne? Dann könnten wir da ein paar Beeren zwischenlagern. Das wäre, glaube ich, ganz sinnig. Könnte man machen, ja. Das wäre ganz cool. Kann machen. Spielst du eigentlich deutschen Klienten oder spielst du auf Englisch? Ich kenne den Englischen auch. Teilweise. Okay. Weil das ein englischer Server ist, also der Server selber ja von Englisch gehostet ist, hast du ein paar Vorteile, wenn du das Spiel selber auch auf Englisch spielst. Du kannst die Sachen schneller droppen beispielsweise, du hast einfachere Suchfunktionen und so weiter. Das hast du nicht, wenn du selber auf Deutsch das Spiel spielst. Okay, ist aber hier alles in Deutsch. Dein Spiel ist auf Deutsch, der Server selber ist Englisch. Ach so, ah. Und das meine ich, wenn du dein Spiel jetzt auch auf Englisch umstellst, dann hast du Vorteile hier auf dem Server, allerdings bei dir auf deinem privaten Server hättest du dann wiederum Nachteile, weil der wird ja auf Deutsch gehostet. Ja, korrekt. Na, das meinte ich jetzt so im Verhältnis. Stimmt. Hattest du, glaube ich, mal bei der Farmrunde gesagt, wo du mit dem Bronte-Farm warst, ne? Genau, mit richtig. Bärenfarm und, ja, das... Da hatte ich das erwähnt. Also machst du halt innerhalb von 2 Sekunden dein komplettes Dino-Inventar leer, aber auch sortiert. Ja, korrekt. Na, weil sonst kannst du ja klar immer auf den Button drücken, Drop All. Aber das bringt ja nichts, wenn du ja gezielt was wegschmeißen willst. Hm? Ich brauche Set 60 Set. Ich habe meine Kisten noch nicht sortiert. Boah, ich muss unbedingt die Kisten sortieren und vernünftig aufbauen und. Boah, ich habe noch so viel zu tun und so wenig Zeit. Nein, stimmt nicht. Zeit hat man ja genug. Weil das ist ja, was man sich selber vorgibt. Da ist er drin. Ich baue mir aber immer eigentlich bei jeder Base immer ein Lager. Bitte? Ich baue mir eigentlich bei jeder Base immer ein Lager. Ja, ja, Lager wie gesagt auch. Aber wie gesagt, bei mir muss das alles direkt ein bisschen ordentlich sein. Und da mache ich mir selber das Leben dann teilweise ein bisschen schwerer, als es notwendig ist. Unbedingt. Ach, jetzt... Da kann man besser was finden. Definitiv. Definitiv. Ja. So, jetzt haben wir keine Bäume mehr hier in der Nähe. Ich brauche unbedingt Zetsch. Diesen riesigen Redwood-Bäumen, können die auch abbauen? Nein. Die kannst du nicht. Da kannst du nur deine Baumplattform dran bauen. Gut. Aber so zum Bauen. Drüben sehe ich noch einen Baum. Bitte? Drüben sehe ich noch einen Baum. Ich muss jetzt auf die andere Wasserseite. Wenn du das mit drüben meintest. Nee, sogar noch auf unserer Seite. Okay, nee, da hinten, den hatte ich jetzt nicht gesehen. Ich schwimme aber mal auf die andere Seite, weil ich 60 Sets brauche. Ich habe ein bisschen was im Inventar, könnte ich. Ich bin schon on the road. Also. Okay. Ich werde jetzt den Futtertruck herstellen, dann können wir da die Beeren auslagern. Die Mejos. Und dann können wir den restlichen Kram an Beeren immer droppen. Zumindest jetzt am Anfang, wo ich jetzt erstmal schwerpunktmäßig ja die Narcos farme. Okay, endlich geschafft. Ich hab's geschafft, ich bin auf der anderen Wasserseite. Hast du im Busch? Im Busch, ja. Ja, ja. Ich bin der Typ, der da im Busch rumrennt. Genau. Also sehr viele neue Dinos wirst du hier nicht sehen. Wo ich jetzt hier gestartet bin.
Einzige, was ich hier an neuen Dinos gesehen habe, das ist halt das Faultier, der Gacher. Gacher? Gacher heißt der. Versuche gerade auch die Namen wieder alle zu lernen. Joa. Allerdings muss ich sogar die Namen lernen von den Dinos, die es schon seit jeher gab. Weil ich da gar nicht mehr drauf komme und weiß, wie die heißen. Dürfte eigentlich relativ zügig gehen, denke ich mal. Ja, vermute ich auch. Bin mal ganz kurz AFK. Ich werde trotzdem weitermachen in aller Ruhe. So kennt ihr mich. Fleißiges Semmelein. Ein Futtertruch haben wir jetzt hergestellt. Und jetzt werde ich noch den restlichen Setschirm mitnehmen, weil wir gerade auf der Seite sind, ein paar Bäume grabbeln. Dann wird der Futtertruch aufgestellt, die Beeren da reingepackt, also die Mejo-Beeren. Dann darf unser Tobi mal zeigen, was er an Beeren farmen kann. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie durch. Die restlichen 2 Stunden 50, das geht dann im Nu. Das geht im Nu rum. Ehe man sich's versieht. Kleine Bitte an euch dann, falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt, nicht vergessen, immer, wenn es euch gefällt, auf den Like-Button zu klicken. Das ist so eine kleine Unterstützung für mich, damit ich halt weiß, wie ihr mein Let's Play findet und die Art und Weise meiner Spiele. Und ansonsten, wenn ihr Tipps, Tricks, Anregungen habt, bitte in die Kommentare. Aber, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, bitte nichts spoilern. Das Entdecken ist hier für mich sehr wichtig. Klar, Chef. Gut, und WB an dich. Habe ich gar nicht gemerkt. Sorry, dass du wieder da bist. Ich bin jetzt gerade wieder da. Achso, gut.